Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts, nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Ja, beenden wir es, das wäre schön, aber Was ist mit Ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, Sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlagt des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter.
Nee, 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 ich bin jetzt neugierig. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Doch. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat, und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Oder findet. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Ja, natürlich hat er sich infiziert. Was ist das für eine blöde Frage? Ach nee, hat er mich infiziert. Moment, als Max mich am Auge traf, hat er mich da nicht auch infiziert? Nein. Kratzer zählen nicht. Nur Bisse. Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Das hat nicht mal gestartet. Ja, aber die Antwort. Du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Die Frage ist, ist er auch ein Werwolf? Oder jagt er nur den Werwolf? Ach nee, er kann ihn ja nur bei Vollmond. Ja, nee, dann kann er ja kein Werwolf sein. Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Doch, doch, du glaubst ihm. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Naja, streng genommen hat er sie gerettet. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen.
wer? Wir müssen hier rein hier. Woher weißt du das? Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast einen gebissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Geschossen? Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst sie nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht? Das waren Bobby und Caleb und du weißt das. Den Wanderern und dann der verdammte Journalist. Verdammt, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit Wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur, hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Hey! Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Gar nicht auffällig. Oh. Mist. Ich wollte aber gar nicht ausbrechen. Ich habe den Weg gar nicht gewählt. Okay. Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Die könnten ihn auch einfach einsperren, aber... Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los?
Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Aber die wissen schon von der Logik her, dass sie eigentlich nur den Ur-Werwolf töten müssen, oder? Und irgendjemand hat seinen Bruder ja gebissen. Schon mal daran gedacht? Hier ist keiner drin. What the fuck? Theoretisch wäre dann der Fluch des Bruders aufgehoben und dann auch damit sein Fluch. Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Hm. Noch nicht. Ja, wir machen ihn mal, ne? Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Die Idioten. Es ist weder Vollmond, noch ist das die richtige Wahl. Ich hab das im Urin. Warum hört mir keiner zu? Tötet den weißen Wolf bei Vollmond. Ihr Vollidioten. Fahr mich hierher, zum Camp. Lies Max auf der Insel war der sicherste Ort für ihn. Lies Max auf der Insel war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's. Meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, Scheiße. Solange sie nirgendwo rumschnüffeln, wo sie es nicht sollten, geht's ihnen sicher gut. Rumschnüffeln, wo er es nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber Max? Max! Max! Hallo? Verdammt!
Autsch. Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Ja. Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich nicht gut. Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Ich ruf die Polizei! Was ist so komisch? Du bist so komisch. Oh, fuck. Zwei, Bobby. Hey! Hey! Hey, wo gehen Sie hin? Hey! Hey! Oh, fuck! Neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay?
Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Und wie immer sage ich, ja. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst.